Liebe Lehre mit Participy, schön, dass Sie hier sind. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und auf die gemeinsame Session. Und ich übergebe hiermit sehr gerne an Daniel Gerhardt. Ja, hallo, vielen Dank für die Anmoderation. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Live-Demonstration Interaktive Lehre mit Participy auf dem University Future Festival. Mein Name ist Daniel Gerhardt und ich bin einer der drei Co-Founder von Participy. Ja, erst einmal kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen erst einmal einen kurzen Einblick geben, was Participy ist, wer hinter Participy steckt und vor allem, wie Participy Ihnen helfen kann, Ihre Lehre interaktiv zu gestalten. Anschließend werden Sie selbst die Möglichkeit haben, mit Hilfe eines Demoraums selbst einen Raum zu, also ja, einen eigenen Raum zu erstellen und dort die ganzen Funktionen mit meiner Hilfe ein bisschen auszuprobieren. Und zum Abschluss haben wir noch ein bisschen Zeit für eine Q&A-Session. Ja, ich würde Sie bitten, ja, gleich interaktiv zu starten und Sie sehen jetzt eingeblendet einen QR-Code und eine Adresse. Und wenn Sie in diesen Raum reingehen von Participy, dann haben Sie die Möglichkeit, auch schon während des Vortrags uns Fragen zu stellen. Mein Kollege Lukas Maus ist aktiv dabei und kann Ihnen auch direkt Fragen schon live beantworten. Am Ende dieses Vortrags werde ich noch mal alle Fragen, die Sie haben, vorstellen und beantworten. Ja, in diesem Q&A-Raum, wenn Sie dem beitreten, sehen Sie den Unterpunkt Q&A, wo Sie Ihre Fragen stellen können und haben hier als Icebreaker auch direkt schon eine Umfrage, wo Sie sich das Ganze schon mal aus der Teilnehmerrolle ansehen können, wie das Ganze mit Participy funktioniert. Da haben wir eine kurze Umfrage. Ach, da kommen schon die ersten Antworten rein. Da sehen wir jetzt gerade, woher denn Sie überhaupt kommen. Die meisten scheinen aus Berlin zu kommen. Osnabrück sind einige. Ja, sehr interessant. Dann haben wir noch eine Umfrage, ob Sie Participy jetzt ganz neu gerade erst kennenlernen, ob Sie oder ob Sie schon mal was davon gehört haben oder ob Sie es vielleicht sogar schon eingesetzt haben. Und als letzten Punkt, was mich interessieren würde, ja, was Sie denn überhaupt interessiert hier auf dem Festival? Ja, interaktive Lehre ist natürlich bei diesem Vortrag ein ganz wichtiger Punkt. KI ist ein interessantes Thema. Okay. Ja, vielen Dank für die Teilnahme hier dran. Ja, was ist Participy überhaupt? Ja, ich denke mal, wir haben hier viele Lehrende. Sie kennen es selbst bei Vorträgen, dass es nicht immer ganz einfach ist, die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden zu binden. Das ist vielleicht in einer Seminarumgebung mit 20, 30 Teilnehmern noch einigermaßen einfach. Da können Sie einfach mal eine Frage in den Raum werfen. Sobald Sie aber in der Präsenzlehre über 100 haben oder ja jetzt gerade auch in der Online-Lehre Sie die Teilnehmenden nicht direkt vor sich sitzen haben, wird es immer deutlich schwieriger. Da haben Sie natürlich gerade mit Streaming-Diensten mittlerweile bei Zoom und so weiter häufig schon Möglichkeiten, direkt eine Q&A einzubinden. Haben aber natürlich das Problem, wenn Sie jetzt Hybridlehre beispielsweise haben, dass Sie irgendwie, ja, sag ich mal, Präsenz- und Online-Lehre irgendwie verbinden müssen und vor allem diese Teilnehmergruppen verbinden müssen. Und genau das versucht Participy zu lösen, indem Sie das Tool sowohl ja, in der Online-Lehre als auch in der Präsenzlehre nutzen können, indem zum Beispiel Ihre Teilnehmer einfach per QR-Code mit dem Mobilgerät reingehen und da eine sehr einfache Möglichkeit haben, direkt mit Ihnen zu interagieren. Ja, also Participy zeichnet sich darüber aus, dass Sie synchrone Lehre und asynchrone Lehre verbinden können. Synchron, also Live-Präsenzlehre. Und asynchron, zum Beispiel die Vor- und Nachbereitung von Ihren Vorlesungen. Sie können zum Beispiel nach der Vorlesung auch eine Q&A-Session starten und können dann das Ganze auswerten und dann die Folgevorlesung dann dementsprechend dynamisch anpassen, dass Sie zum Beispiel am Anfang der Vorlesung dann
die Fragen oder die Antworten vorstellen. Ja, Participify ist für die Teilnehmenden komplett anonym. Das heißt, Sie als Lehrperson können nicht sehen, wer irgendwie welche Frage gestellt hat oder auch wer welche Antwort auf eine Frage gegeben hat. Das ist uns ganz wichtig, weil das auch die Akzeptanz deutlich erhöht, dass alle teilnehmen. Ja, weiterhin ist keine Registrierung erforderlich, weder für die Teilnehmenden als auch für Sie als Lehrperson. Das ist optional. Gerade wenn Sie das Ganze einfach mal ausprobieren möchten, können Sie das auch ohne Registrierung tun. Ja, wer steckt hinter Participify? Participify oder unser offizieller Name ist die Gerhard Maus und Kessler GbR. Wir sind ein recht kleines und neues Startup. Wir haben uns vor 1,5 Jahren gegründet, das heißt Anfang 2020. Unser Sitz ist in Gießen. Sind also ein deutsches Unternehmen und damit hat sich auch angeboten, gerade mit den ganzen Datenschutzbedenken, die es immer gibt, das Ganze auch in Deutschland zu hosten. Das heißt, wir nehmen keine internationalen Cloud-Anbieter, wo irgendwo die Daten gelagert werden. Wir haben uns auch schon vor der Gründung von Participify mit interaktiven Tools beschäftigt. Wir alle kommen von der Technischen Hochschule Mittelhessen und haben da in der Vergangenheit schon an dem Asnova-Projekt gearbeitet. Vielleicht kennen Sie das Tool ja schon. Ja, zu den Funktionen. Wir möchten mit den Funktionen von Participify eine Reihe von Use Cases, 5 Use Cases abdecken. Das ist erstens die Q&A-Funktion. Das ist eine moderierte Q&A. Das heißt, Sie können entweder selbst die Q&A moderieren oder gerade wenn Sie in einer Live-Umgebung sind, wäre das ein bisschen umständlich. Das heißt, da können Sie auch eine andere Person damit beauftragen, die Sie dafür freischalten, dass diese die Moderation übernehmen können. Moderation heißt, dass man entweder Fragen direkt mit dem Tool schon beantworten kann oder auch, dass man, wenn es notwendig ist, unpassende oder unangebrachte Beiträge entfernen kann oder auch, dass man Beiträge markiert, sodass man, sag ich mal, schon mal vorselektieren kann, welche der Fragen später in der Präsentation vorgestellt werden. Wir unterstützen Quiz und Umfragen. Dafür haben wir verschiedene Formate, ganz klassisch Multiple Choice, ganz einfache Ja-Nein-Fragen oder auch für Umfragen haben wir Likert-Format. Für offene Fragestellungen haben wir entweder eine ganz simple Frage mit Textantworten, die frei geschrieben werden können von Teilnehmenden oder auch gerade als Icebreaker oder fürs Brainstorming interessant die WordCloud-Funktion. Und wir haben das Live-Feedback, womit Sie sehr schnell ein Stimmungsbild ermitteln können, ob die Teilnehmenden noch mitkommen, ob sie alles verstehen oder ob sie vielleicht auf das aktuelle Thema noch mal genauer eingehen sollten. Ja, damit kommen wir jetzt auch zur interaktiven Live-Demo. Sie können jetzt wenn Sie diesen QR-Code einscannen oder wenn Sie unten die Adresse eingeben, Sie sollten auch über Let's Get Digital sollten Sie auch einen Call-to-Action-Button bekommen, den Sie einfach anklicken können. Und damit wären Sie dann schon drin in der Live-Demo. Und darüber wird eine eigene Kopie unseres Demo-Raums erzeugt. Das heißt, Sie sind in diesem Raum in der Admin-Rolle und können dort machen, was Sie wollen. Aber ich werde Sie gleich mal ein bisschen dadurch durch den Raum leiten, damit Sie die einzelnen Funktionen besser kennenlernen. So, ich hoffe, es sind jetzt schon mal die meisten reingekommen. Ich wechsle weiter. Sie werden aber weiterhin auch die Option haben, in den Raum zu joinen. Sie sehen oben noch die Adresse angegeben. Ja, Sie befinden sich jetzt in dem Demo-Raum. Sie haben jetzt die Raumübersicht vor sich. Auf der linken Seite sehen Sie die Admin-Ansicht und auf der rechten Seite sehen Sie die Vorschau hier bei mir, wie das Ganze denn aus der Teilnehmersicht aussehen würde. In der Raumübersicht haben Sie Zugriff auf die ganzen verschiedenen Funktionen, Q&A, Live-Feedback und im unteren Bereich sehen Sie Fragenserien. Das sind zum Beispiel Quizzes oder Umfragen. Da werde ich gleich mal drauf eingehen. Schauen wir uns als erstes mal die Q&A an. In der Admin-View haben Sie oben 2 Tabs. Das sind einmal die öffentlichen Fragen und die Moderation. Das sind die Beiträge, die als unpassend ausmoderiert worden sind.
Weiter rechts davon sehen Sie eine Toolbar, wo Sie Beiträge durchsuchen können. Sie können die Beiträge filtern, zum Beispiel nach Datum oder nach der Bewertung. Die Bewertung wird durch die Teilnehmenden direkt vorgenommen. Das heißt, die Teilnehmer können Ihnen schon helfen bei der Priorisierung der Fragen, welche Themen, ja, sag ich mal, ein besonderes Anliegen sind. Sie können das Ganze auch nach Zeitraum filtern. Oder damit, wenn Sie zum Beispiel das Ganze vorstellen wollen, können Sie auch den Stream pausieren, damit bei Ihnen erstmal keine neuen Fragen reinkommen. So, ich werde jetzt gerade erstmal auf der rechten Seite, also als Teilnehmender, einen Beitrag erstellen. Dabei noch eine Kategorie auswählen. Die Kategorien können auch für einen Raum frei definiert werden. Und Sie sehen, direkt live kommt auch die Frage schon rein. Diese Frage können Sie jetzt oben rechts sehen Sie, mit dem Punkt-Punkt-Punkt-Menü haben Sie verschiedene Funktionen. Sie haben da einige Schnellfunktionen, zum Beispiel Ja-Nein-Antworten können Sie mit einem Klick vergeben, dass man sofort am Icon das erkennen kann. Sie haben aber auch die Möglichkeit, eine ausführliche Antwort darauf zu geben, indem Sie hier einen Text reinschreiben. Und Sie haben auch die Möglichkeit, den Beitrag aus der Liste rauszuwerfen. Dann landet er in der Moderationsansicht. Ja, auf der linken Seite dieser Ansicht sehen Sie nochmal auch eine Schnellnavigation, dass Sie nicht immer zurück zur Raumübersicht wechseln müssen. Sie können hier direkt zwischen den verschiedenen Funktionen wechseln. Das Gleiche haben Sie auch in der Teilnehmersicht. Da das Ganze jetzt aber die Mobilansicht ist, da ist die Leiste am unteren Bildschirmrand zu sehen, wo Sie wechseln können. Schauen wir uns als nächstes mal die Fragenserien an. Im Demoraum haben Sie schon ja, ein paar Beispielfragen. Ich gehe da jetzt gerade mal in das Quiz rein. In der Fragenserie haben Sie die Möglichkeit, die gesamte Fragenserie freizugeben oder auch zu sperren. Damit ist sie dann für die in der Teilnehmerrolle nicht mehr sichtbar. Ich mache das gerade mal und Sie werden dann sehen, dass in der Teilnehmerrolle das Quiz jetzt komplett verschwindet. Sie können es jetzt aber wieder freigeben. Weiterhin haben Sie aber auch die Möglichkeit, ganz spezifisch einzelne Inhalte der Fragenserie freizugeben. Zum Beispiel können wir sagen, dass wir jetzt gerade nur die dritte Frage freigeben wollen. Dafür gehe ich jetzt hier auf das Freigabemenü und sage, dass ich nur diesen Inhalt freigeben möchte. Und Sie sehen jetzt auch in der Teilnehmerrolle, dass jetzt nur noch diese eine Frage freigegeben ist. So, wenn Sie die Frage anklicken, dann sehen Sie jetzt die erstellte Frage und können hier jetzt auch die Ergebnisse sehen, indem Sie oben rechts auf den Statistik-Button klicken. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Sie sehen auch, dass Sie sogar Formatierungen nutzen können oder Formeln einbinden können in den Fragentext. Die ersten beiden sind einfache Multiple-Choice-Fragen. Das ist auch eine Multiple-Choice-Frage. Ja, weiterhin haben Sie bei der Fragenserie auch die Möglichkeit, die Sortierung zu ändern. Dafür gehen Sie auf das Einstellungsmenü und wählen dann Sortieren aus. Und dann können Sie per Drag and Drop einstellen, wie die Reihenfolge sein soll. Anschließend speichern Sie das Ganze. Ja, ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit, sich eine Gesamtstatistik anzeigen zu lassen. Indem Sie auf Statistiken gehen, dann sehen Sie die Enthaltungen, Antworten und wie viel Prozent richtig geantwortet haben auf einer Ansicht. Ja, was Sie jetzt wahrscheinlich interessiert, ist vor allem, wie Sie denn selbst neue Inhalte erstellen können. Dafür fangen wir mal ganz von vorne an. Dafür würde ich jetzt erstmal eine ganz neue Fragenserie erstellen. Nehme ich jetzt einfach mal UFF 2021. Und jetzt haben wir eine neue leere Fragenserie erstellt. Sie sehen, in der Teilnehmeransicht ist diese noch nicht sichtbar. Dafür müssten wir diese erst freigeben.
Aber solange wir das vorbereiten, wollen wir das erstmal noch nicht. Da werde ich jetzt einen neuen Inhalt erstellen. Und da fange ich am Anfang einfach mal mit einer Word-Cloud-Frage an. Sie sehen, wenn Sie oben auf den Button gehen, sehen Sie die ganzen verschiedenen Formate, die Sie wählen können. Multiple Choice, Likert, ja, nein. Offene Frage, wo man mit freiem Text antworten kann. Wenn Sie mal einfach eine Infofolie einfügen wollen, können Sie das auch machen. Oder vielleicht auch, wenn Sie eine Aufgabenstellung mittendrin unterbringen wollen. Sie haben Lernkarten, die auch nicht interaktiv sind. Da haben Sie einfach nur Informationen, die Sie versteckt unterbringen können auf der Rückseite. Sortierungsfunktion und die Word Cloud. Fangen wir mal gerade mit der Word Cloud an. Fallen Ihnen zum Thema Wetter ein. Und dann können wir festlegen, wie viele Schlagworte Sie denn wählen können. Die wurde jetzt erstellt. Wir haben jetzt direkt die Möglichkeit, eine weitere zu erstellen. Als zweites nehme ich mal eine Multiple-Choice-Frage. Welche der folgenden Funktionen bietet Participify? So, da füge ich jetzt einfach mal ein paar Features rein. Q&A. Das Live-Feedback. So, und die richtigen Antworten, also genau, wir haben hier natürlich eine Mehrfachauswahl, mehrere Funktionen, die man auswählen kann. Das aktivieren wir deshalb. Und wir haben richtige Antworten, also setzen wir den Haken nicht bei keine richtigen Antworten festlegen. Das würde man bei einer Umfrage machen. Wir werden hier Q&A, Quiz, Whiteboard wäre nicht richtig, Umfrage, Word Cloud und Live-Feedback wären die richtigen Optionen. Damit erstellen wir jetzt diese Frage. Und wenn wir alle Fragen erstellt haben für die Fragenserie, gehen wir wieder zurück und sind jetzt auf der Übersicht. Sie sehen, die Fragen sind grün hinterlegt, also die sind standardmäßig schon freigeschaltet, aber wir haben die Fragenserie noch nicht aktiviert. Das mache ich jetzt. Und Sie sehen jetzt in der Teilnehmersicht sofort, dass jetzt diese neue Fragenserie erschienen ist. Und die Teilnehmenden könnten jetzt hier zum Beispiel das Ganze beantworten. Beantworten das Ganze mal nicht ganz korrekt. Und man kriegt gleich als Teilnehmer dann auch das Feedback, dass das nicht richtig war und kann sich dann anschauen, was denn die richtigen Optionen gewesen wären. Ja, als letzte Funktion zeige ich Ihnen noch das Live-Feedback, eine sehr einfach gehaltene Funktion. Das können Sie einfach mit einem Klick auf Starten, damit geht es los. Und das können Sie nutzen, entweder um ein allgemeines Stimmungsbild zu erhalten zu Ihrer Vorlesung, Ihrer Präsentation, oder Sie können auch umschalten in einen ABCD-Modus. Das können Sie alternative zu einer Fragenserie nutzen, wenn Sie einfach spontane Umfrage stellen wollen, ohne dass Sie das vorher vorbereitet haben. Als weiteren Punkt haben wir noch eine Möglichkeit, dass Sie auch dann letztendlich die Ergebnisse präsentieren können. Dafür sehen Sie im oberen rechten Bereich dieser Karte diesen Pfeil nach oben. Sobald Sie das anklicken, wird der Präsentationsmodus gestartet. Und ganz wichtig, hier sehen Sie halt auch den QR-Code, dem jetzt Sie nicht folgen sollen, aber das können Sie Ihren Teilnehmenden dann präsentieren, dass die schnell beitreten können oder alternativ auch die Kurz-URL, mit der man einsteigen kann. Im unteren Bereich sehen Sie hier die Steuerleiste, wo Sie auch wiederum zwischen den verschiedenen Funktionen für die Präsentation wechseln können. Sie haben ja eine Ansicht für die Q&A-Präsentation. Ganz wichtig, im Präsentationsmodus können Sie auch mit den Pfeiltasten navigieren, weil Sie wahrscheinlich nicht unbedingt an der Tastatur sein werden, dass Sie sehr schnell
verschiedenen Dinge durchnavigieren kann. Meine Präsentation für die Fragenserien. Sie können im unteren Bereich haben Sie die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Fragenserien zu wechseln. Sie können auch hier wiederum die Ergebnisse ein- oder ausblenden. Sie können, falls relevant, auch die richtigen Antworten anzeigen. Oder Sie können auch hier die einzelnen Fragen freigeben oder sperren. Auch hier können Sie wiederum mit der Tastatur auch neu durchnavigieren. Und als letztes natürlich auch das Live-Feedback. Ja, mit einem Klick auf das X gehen wir wieder zurück in die Raumübersicht. Und als letzten Punkt zeige ich Ihnen noch kurz die Einstellung für einen Raum. Insbesondere interessant sind die Q&A und die Zugriffsrechte. Über die Zugriffsrechte können Sie weitere Personen hinzufügen, die den Raum moderieren dürfen. Und in den Q&A-Einstellungen ist ganz wichtig der Punkt, Beiträge sofort veröffentlichen. Damit können Sie das Verhalten ändern. Standardmäßig werden alle Kommentare und alle Beiträge sofort angezeigt, die von den Teilnehmenden erstellt werden. Sie können es aber auch umschalten, dass es genau umgekehrt ist, dass die Beiträge erst einmal in der Moderationsansicht bleiben und sie von einer moderierenden Person freigegeben werden muss, damit die Beiträge angezeigt werden. Weiterhin haben Sie hier auch jetzt die Möglichkeit, die Kategorien zu vergeben, die die Teilnehmenden für die einzelnen Fragen auswählen können. Sie sehen jetzt hier bei mir ist das Beispielhinweis Feedback und Frage. Ja, als letzten Punkt noch, wenn Sie sich die Vorschau von dem Raum ansehen möchten, wie ich das auch gerade zeige auf der rechten Seite, können Sie auch oben rechts über das Menü die Rolle wechseln. Dann sehen Sie das Ganze mit den Teilnehmerrechten, wo dann auch dementsprechend Sachen, die nicht sichtbar sind, ausgeblendet sind, also die nicht freigegeben sind und auch Funktionen, die normalerweise nur für den Admin sind, ausgeblendet werden. So können Sie das Ganze vorher schon mal recht komfortabel testen. Mit einem Klick auf den Button oben rechts sind wir dann wieder zurück in der Erstelleransicht. Ja, das wären alle Punkte zur Live-Präsentation. Wir haben dann jetzt noch Zeit, Fragen zu beantworten. Dafür wechsle ich jetzt in die Q&A rein. Und da sehen wir jetzt gerade, es gibt 9 Fragen. Sie können das ja auch selbst sehen, wenn Sie sich gerade in der Session befinden. Da gucken wir doch gerade mal durch. Ist das Tool kostenlos? Kann ich direkt mit Ja beantworten. Sie können das Ganze kostenlos nutzen. Momentan haben wir auch nur die kostenlose Version. Wir werden zukünftig aber auch noch Premium-Funktionen anbieten, die sich momentan noch in der Entwicklung befinden. Worin besteht der Unterschied zwischen Asnova und Participify? Ich sage mal, Asnova ist der Vorgänger von Participify. Wir haben für Participify die Software größtenteils neu entwickelt, um sie einfach moderner zu gestalten und viele Funktionen auch, sag ich mal, einfacher bedienbar zu machen. Vor allem auch in Punkten Barrierefreiheit haben wir da noch viel verbessert. Wie finanziert sich der Dienst? Participify ist momentan komplett querfinanziert. Das heißt, der Online-Dienst wird querfinanziert dadurch, dass wir mit einigen Unis Verträge haben, die eine eigene Installation momentan nutzen. Zukünftig kommen natürlich dann auch die Premium-Funktionen noch hinzu. Gibt es eine direkte Einbindung in meine PowerPoint-Folien? Momentan haben wir diese Funktion noch nicht, aber ich denke, dass wir dann zukünftig da eine Lösung bieten können. Dann haben wir noch Feedback. Diese Frage hatten wir schon mal. Und ein Hallo. Ja, wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Ansonsten auch, wenn Sie bestimmte Funktionen gerne noch vorgestellt haben möchten, kann ich das auch gerne noch machen. Dafür haben wir auf jeden Fall die Zeit. Ich sehe, dass schon viel Aktivität auch im Chat ist, die gerade von meinem Kollegen beantwortet wird.
Wie verhält es sich in Bezug auf Datenschutz und dergleichen, wenn man als Hochschule, die keinen Vertrag mit euch hat, den kostenlosen Dienst nutzt? Ist das völlig in Ordnung oder führt das zu Diskussionen? Ja, generell, wir haben am Anfang gesagt, wir hosten das Ganze in Deutschland und vermeiden auch da, externe Dienstleister noch zu nutzen, abgesehen von dem Hosting selbst. Generell haben wir natürlich eine Datenschutzerklärung, die, sag ich mal, sehr, unkritisch gehalten ist. Aber dennoch müssen Sie es im Zweifelsfalle mit einem Datenschützer der Uni einfach mal absprechen, ob das Probleme bereitet oder nicht. Einmal bitte vorstellen, wie man ein Bild oder eine Tabelle. Ah, das ist ein sehr guter Punkt. Das kann ich auch gerade noch mal zeigen. Dafür gehe ich gerade noch mal in die Demo-Session rein. Ja. Wir haben bei Inhalt keine Formatierungsleiste. Das hat den Hintergrund, wir wollen das Ganze möglichst einfach halten, dass wir nicht zu viele Bedienelemente haben. Aber man kann jetzt zum Beispiel auch Text formatieren, indem man Markdown verwendet. Das heißt, Auszeichnungsstraße solche zwei Sternchen nutzen. Das wäre ja zum Beispiel, um Text fett zu markieren. Schauen wir uns mal die Vorschau an. Dann sehen wir jetzt, dass es fett dargestellt ist. Und im Endeffekt unterstützen wir nahezu alle Funktionen, die auch Markdown hat. Das heißt, wir können auch Bilder einfügen über diese Auszeichnungssprache. Für Bilder wäre das dieses Format. Und dann könnten wir jetzt hier eine Adresse eingeben. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade kein Bild parat, aber im Endeffekt könnten Sie jetzt hier einfach die URL eingeben von dem Bild. Und dann würde das auch angezeigt. Zukünftig werden wir da auch eine Möglichkeit bieten, dass man das direkt bei uns bei Participify hochladen kann. Momentan geht das noch nicht, dann müssen Sie auf externe Bilder zugreifen. Müssen sich die Teilnehmer, Studierenden, die den Link erhalten, anmelden, um die Umfragen zu bearbeiten? Nein, das ist nicht notwendig. Also Sie sehen, wenn ich jetzt gerade noch mal auf die Split View wechsle, sehen Sie ja die Admin-Ansicht, wo Sie auch oben sehen, Konto bei dem Menü. Und in der Teilnehmersicht sehen Sie Gastkonto. Und Gastkonto, ein Gastkonto wird einfach automatisch erstellt, wenn Sie selbst noch kein richtiges Konto haben. Und ist vollkommen anonym. Das heißt, wenn Sie diesem QR folgen, wird, wenn in dem Browser noch kein Account gespeichert ist, dieser automatisch erstellt. Und damit das Ganze auch datenschutzrechtlich unproblematisch ist, hat man auch als Teilnehmender die Möglichkeit, das Konto wieder zu löschen, indem man einfach über das Menü geht und dann Konto löschen auswählt. Das können wir auch hier zum Beispiel sehen. Ja, dann war ja noch die Frage nach der Tabelle. Die Tabelle würde sich auch über Markdown einfügen lassen. Im Endeffekt würde ich da vorschlagen, einfach mal bei Google einfach mal Markdown eingeben und da sehen Sie, welche Möglichkeiten es da gibt, um Texte zu formatieren. Wir werden das zukünftig auch noch ein bisschen vereinfachen, dass wir direkt in der App noch eine Hilfe drin haben für die Formatierungsoption. Aber momentan haben wir hier noch nichts, weil, sag ich mal, die meisten den Text einfach so eingeben. Aber sag ich mal, für Power-User gibt es da durchaus die Möglichkeiten. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ja, das werden wir auf jeden Fall überlegen, ob wir selbst da auch nochmal eine Hilfe einfügen. Also bisher haben wir uns gedacht, dass im Endeffekt, es gibt viele Informationen dazu schon im Internet, dass die sehr gut sind und wir im Endeffekt eigentlich diese Informationen nur nochmal kopieren würden. Aber eventuell können wir das Ganze in der App irgendwie schon als kleinen Hinweis einbringen, dass man zumindest die wichtigsten Funktionen direkt schon sehen kann.
Ja, ich schaue gerade mal, ob ich noch Fragen übersehen habe und gucke auch gerade noch mal, ob wir in der Q&A vielleicht noch neue Beiträge haben. Das haben wir schon beantwortet. Ja, ich denke, soweit haben wir alles beantwortet. Ja, wenn es dann keine neuen Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich für das rege Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Und zeige Ihnen als letztes noch die Kontaktmöglichkeiten. Also wenn Sie noch weitere Fragen haben, haben Sie noch die Möglichkeit, entweder mich direkt über Mail zu kontaktieren. Sie können auch die Q&A weiterhin noch nutzen. Wenn Ihnen noch Fragen einfallen, wir werden die weiterhin beantworten. Ja, ansonsten finden Sie Participify unter der gleichnamigen Adresse participify.de oder Sie können sich auf LinkedIn mit uns vernetzen und finden da auch immer aktuelle Informationen. Ja, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an Daniel Gerhardt und auch an Lukas Maus, der im Chat, glaube ich, einige Fragen auch mit beantwortet hat. Vielen Dank für die spannende Vorstellung. Danke Ihnen allen auch für Ihr großes Interesse. Wir wünschen Ihnen noch ein inspirierendes University Future Festival und ja, viel Spaß und vielleicht auch eine schöne Mittagspause. Vielen Dank.